In diesem Video zeige ich, wie ich auf einen USB-Stick ein Betriebssystem installiere, mit dem man Retro-Games spielen kann. Es geht um Butterserra Linux. Butterserra kriegt man auf butterserra.org. Man kann es kostenlos herunterladen und es hat viele Features, die ich sehr spannend finde, wie zum Beispiel zurückspulen zu können in Spielen. Es ist ziemlich leistungsstark, für viele Systeme optimiert, sodass es wirklich oft gut läuft. Die Einrichtung verläuft relativ unkompliziert und ist schnell gemacht, das zeige ich euch später. Und es ist Open Source, das heißt, es ist völlig kostenfrei. Um es zu kriegen, müsst ihr bloß in die Adresszeile butterserra.org schreiben beim Browser oder aber ihr folgt dem Link in der Beschreibung. Wenn ihr auf den Button klickt, kommt ihr zur nächsten Seite, wo ihr euer System auswählen könnt. Je nachdem, worauf ihr Butterserra über den USB-Stick laufen lassen wollt, müsst ihr natürlich das passende OS runterladen und da müsst ihr selbst euer System kennen. Es kann ein alter Computer sein, in der 32-Bit-Version, es kann ein Apple-Computer sein, ein Raspberry Pi, ein Odroid oder auch andere Boards, die ihr kennt und benutzt. Ich lade hier die 64-Bit-Version herunter für einen Desktop-Computer, an dem ich das gerne ausprobieren möchte. Seit September ist die neueste Version veröffentlicht worden von Butterserra, das ist Version 5.27.2. Ich selbst habe diese Version auch noch nicht getestet, das mache ich dann jetzt hier zum ersten Mal. Während Butterserra heruntergeladen wird, brauchen wir noch extra ein Programm, wenn wir nicht schon eins haben, mit dem wir OS- oder Image-Dateien auf einen USB-Stick oder eine Festplatte flashen können. Solche Programme gibt es kostenlos zuhauf. Eins davon, das ich jetzt schon mehrmals benutzt habe und das eben, wie ich finde, empfehlenswert ist, ist Belana Etcher. Und das kann man finden, indem man es entweder einfach über Google oder man gibt die Adresse belana.io/etcher ein. So kommt man dann auch dahin. Auch hier müsst ihr wieder die passende Version für euer System auswählen, an dem ihr flashen wollt, das heißt der Standardcomputer, mit dem ihr arbeitet zum Beispiel. Bei mir ist es jetzt ein Windows-Rechner. Entsprechende Programme findet ihr aber auch für Apple-Computer und auch für andere Geräte. Zur Übersicht habe ich einfach mal alles in einen Ordner hineinkopiert. Also wir haben Etcher als Flash-Programm und die Image-Datei von Butterserra heruntergeladen. Und jetzt geht es nur noch darum, den USB-Stick einzustecken und mit Etcher die Image-Datei auf den USB-Stick zu bringen. Wählt durch einen Klick auf den Button die passende Image-Datei heraus, also auf dem Speicherort, den ihr benutzt habt. Und hier ist es eben Butterserra. Dann müsst ihr auswählen, auf welchem Laufwerk das Ganze geflasht werden soll. Bei mir ist es der USB-Stick. Hier vorsichtig, dass ihr kein falsches Laufwerk auswählt, wobei Etcher auch klug ist und systemrelevante Festplatten schon mal ausblendet. Und dann müsst ihr nur noch auf Flashen drücken und schon kann es losgehen, nachdem ihr das bestätigt habt, dass ihr das auch genehmigen wollt als Administrator. Das Ganze dauert dann ein kleines Weilchen und sobald es fertig ist, kann es dann weitergehen. Wenn euer Butterserra-Stick fertig ist, dann wird er im Windows normalerweise auch gar nicht mehr erkannt, denn jetzt ist Linux drauf, das ein anderes Dateispeicherformat verwendet und man kann auf diesen Stick über Windows auch nicht mehr zugreifen. Wer mehr Informationen haben möchte oder es genauer in der Beschreibung braucht, kann auf wiki.butterserra.org noch etwas nachlesen. Ich verlasse den PC, an dem ich den USB-Stick geflasht habe und komme zu dem PC, den ich als Konsole benutzen möchte, mit dem Butterserra-Stick. Man muss zunächst an diesem Computer, wenn man ihn häufiger oder immer als Konsole benutzen möchte, im BIOS die Bootreihenfolge verändern. Dazu geht man ins BIOS des Computers und stellt dort bei den Bootoptionen als erstes Boot-Device den USB-Stick ein oder aber die SD-Karte, wenn man eine benutzt, sodass der Computer immer, wenn er bootet, von diesem zuerst bootet. Danach müssen die neuen Einstellungen nur noch gespeichert werden und schon kannst du mit deinem Neustart gleich losgehen.
Bei meinem ersten Start mit dem neuen Batocera 5.27.2 hat es recht lang gedauert. Ich kann jetzt an dieser Stelle noch nicht sagen, ob es an dem Computer liegt, den ich hier zum ersten Mal auch ausprobiere, oder ob es an der neuen Version von Batocera liegt. Auf jeden Fall braucht man am Anfang ein wenig Geduld. Wenn Batocera dann startet, ist es eigentlich auch sofort betriebsbereit. Man sollte jetzt natürlich noch die ganzen Einstellungen vornehmen, die man haben möchte, wie zum Beispiel die Spracheinstellungen, oder aber man verstellt die Dinge, die man halt anders haben möchte. Was man hier sieht, ist, dass im Moment noch die BIOS-Dateien von Batocera fehlen. Die BIOS-Dateien müsste man sich herunterladen, damit die Emulatoren auch ordnungsgemäß funktionieren. Leider sind sie bei Batocera nicht von vornherein schon vorinstalliert, man muss sie sich selber suchen, und da die BIOS-Dateien urheberrechtlich geschützt sind bzw. nicht ganz unproblematisch, kann ich euch hier auch nicht sagen, wo ihr sie findet, aber ich habe euch da in dem Beschreibungstext unten einen kleinen Hinweis gegeben, mit dem es eigentlich klappen sollte. Was auf jeden Fall noch eingestellt werden muss, ist euer Internetbezug. Wenn ihr das nicht über ein LAN-Kabel macht, könnt ihr hier noch euer WLAN-Passwort eingeben in den Einstellungen, sodass euer Computer sich auch bei Batocera mit dem Internet verbinden kann. Das wird später notwendig sein, um BIOS-Dateien oder auch ROM-Dateien oder auch Spieleinformationen aus dem Internet zu ziehen. Damit veränderte Systemeinstellungen bei Batocera wirksam werden, muss man das System einmal neu starten. Wie vorhin schon erwähnt, braucht ihr BIOS- und ROM-Dateien, um Batocera wirklich in voller Gänze nutzen zu können. Und diese bekommt ihr, wenn ihr sie im Internet sucht, eigentlich recht leicht. Es gibt da zum Beispiel ein paar französische YouTuber, die in ihren Videos auch Links haben. Wenn man denen folgt, kommt man eigentlich ganz schnell zu dem, was man so braucht und haben möchte. Jetzt müssen wir eine Verbindung herstellen zwischen den beiden Computern, mit denen wir arbeiten. Der Computer, an dem man zum Beispiel die ROM- und BIOS-Dateien gespeichert hat, das ist hier mein Windows-Rechner, und dem Computer, an dem der USB-Stick steckt, wo Batocera gerade läuft. Dazu geben wir im Explorer einfach zwei spiegelverkehrte Slash-Zeichen ein und tippen Batocera ein, sodass wir im Netzwerk mit unserem anderen Rechner verbunden sind, wo wir dann auf die Dateien zugreifen können. Man findet dort in der Übersicht dann den BIOS-Ordner, und in diesen hinein muss man dann die heruntergeladenen BIOS-Dateien kopieren, damit die auf dem USB-Stick ankommen und dort bei Batocera nach einem Neustart aktiviert sind und alle Emulatoren von Batocera auch laufen. Je nachdem, was für einen Computer man benutzt, auf dem Batocera läuft, je nachdem, wie die Internetgeschwindigkeiten sind, je nachdem, ob der USB-Stick über USB 1, 2 oder 3 läuft, dauert das ganz unterschiedlich lang. Hier bei mir dauert es eine halbe Ewigkeit, weil alles über USB 1 läuft. Wenn die BIOS-Dateien alle da angekommen sind, wo sie sein sollten, und man Batocera auf dem anderen Rechner neu gestartet hat, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Was jetzt noch fehlt, ist im Hauptordner der ROM-Ordner. Dort kann man die ganzen Spielkonsolen sehen, die es auf Batocera gibt. Das sind, glaube ich, mehr als 70. Und kann dann dort in diese jeweiligen Ordner die ROM-Dateien von den Spielen kopieren, die man gerne spielen möchte. Ich habe im Laufe der Zeit eine kleine Sammlung für mich erstellt und habe jede Menge Spiele. Da wähle ich jetzt einfach zum Test ein paar wenige aus. Zum Beispiel für die PlayStation 1, Crash Bandicoot, das finde ich immer ganz lustig. Und auch andere Konsolen werde ich ausprobieren, wie die Dreamcast, N64, aber auch PlayStation Portable. Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kann man eigentlich auch seinen Rechner runterfahren und sich dann nur noch auf den Rechner mit Batocera konzentrieren. Wenn man den eben neu gestartet hat, dann sollte eigentlich nun alles da sein, was da sein sollte. Die BIOS-Dateien sind drauf, sodass die Emulatoren alle funktionieren, und auch die ROM-Dateien, die man ausprobieren möchte oder die Spiele, die man spielen möchte, sind jetzt drauf. Hier zum Beispiel Super Mario und Legend of Zelda.
Im Moment fehlen den ROMs, die ihr darauf kopiert habt, noch Informationen. Also es steht zwar der Name dabei, aber alles andere sieht noch nicht so toll aus. Um das zu ändern, geht man in den Einstellungen zum sogenannten Scraper. Und das ist ein Tool von Butterserver, das sich passend zu den ROMs, die ihr habt, entsprechend der Titel Informationen aus dem Internet holt, wie zum Beispiel Covers, Spielbeschreibungen und andere Informationen. Wenn ihr dann also einmal den Scraper startet, holt sich das Betriebssystem die Informationen aus dem Netz und speichert sie. Achtet also auch darauf, dass euer USB-Stick genug Datenvolumen hat, um auch zusätzliche Informationen neben BIOS-Dateien und ROMs speichern zu können. Und erst nach einem Neustart werden dann die gescrapten Informationen auch angezeigt. Hier stoße ich auf ein häufiges Problem. Die Spiele wollen zuerst nicht starten. Das kann passieren, wenn die Emulatoreinstellungen nicht funktionieren. Dazu muss man sie erstmal ändern. Die Communities, die an Butterserver, aber auch an den Emulatoren arbeiten, machen ganz tolle Arbeit und das ist wirklich großartig, was die schon alles auf die Beine gestellt haben. Trotzdem kommt es immer wieder vor, es ist ja kein professionelles System, mit dem Leute Geld verdienen, dass die Emulatoren nicht augenblicklich funktionieren bei Butterserver. Deswegen muss man manchmal an den Einstellungen schrauben. Oft hilft es auch, das ist meine Erfahrung, dass man einfach nur den Emulator selbst wechselt. Denn in Butterserver sind verschiedene Emulatoren integriert und manchmal reicht es bei einem System, wie zum Beispiel N64, bei dem ich häufig erlebt habe, dass der Emulator nicht sofort funktioniert, da einfach bei den Einstellungen den Emulator von Auto umzustellen auf zum Beispiel Libretro. Und dann kann es schon passieren, dass das das Einzige ist, was man machen muss und es läuft. Me, Mario. Hallo. Das Letzte, was jetzt noch fehlt, um richtig spielen zu können, ist es, einen Controller einzustellen. ButterServer unterstützt eine ganze Menge an Controllern. Ich zum Beispiel benutze den Xbox 360 Controller. Dazu müsst ihr einfach in den Einstellungen einmal zum Controller gehen und dort den Controller einmal einstellen, also die Tastenkonfiguration bestimmen. Sobald ihr das getan habt, werden die meisten Spiele in den meisten Emulatoren auch wunderbar damit arbeiten können. Ihr könnt euren Controller natürlich über das Kabel anschließen oder aber auch über Bluetooth laufen lassen. Butterserver unterstützt diese Möglichkeit, sofern euer Hardware sie auch unterstützt. Nach einem letzten Neustart seid ihr good to go und könnt nun endlich auch einfach zocken. Butterserver ist natürlich besonders gut für diejenigen geeignet, die sich dauerhaft eine Konsole an den Fernseher stellen möchten und dazu vielleicht irgendwo einen alten PC ausgegraben haben oder einen alten Laptop und den halt wirklich nochmal in Verwendung zu bringen. Dafür ist das Ding super. Das kann man dann auch nutzen, um es auch einfach da stehen zu lassen. Man kann natürlich Butterserver auch über den Standardcomputer, den man sonst auch benutzt, laufen lassen. Aber dazu würde man dann vielleicht doch lieber, wenn es ein guter PC ist, eine andere Emulationsmethode wählen, wie zum Beispiel die Loungebox. Nachdem ich mehrere verschiedene Emulatoren ausprobiert habe, ist Butterserver für mich zu meinem Favoriten geworden. Das hat den einfachen Grund, dass es meistens sehr stabil läuft und sehr zuverlässig ist, dafür aber auch eine hohe Kompatibilität hat mit allen möglichen verschiedenen Hardware-Systemen. Und das finde ich halt super, weil wirklich das Einstellen sehr, sehr minimal ist und man trotzdem sehr schnell ins Spielen kommt. In meiner persönlichen Erfahrung zum Beispiel fand ich die Recalbox deutlich weniger intuitiv und stabil und kompatibel.
Aber auch dort ist neben der Funktion des Retro-Gamings auch die Möglichkeit da, das Betriebssystem, also die Recalbox oder aber Batocera, auch als Multimedia Stream Center zu verwenden. Dazu ist nämlich Kodi vorinstalliert und mit Kodi kann man ziemlich viel anstellen. Ich habe auch schon ein bisschen damit experimentiert, bin aber noch nicht weit gekommen. Das wäre dann zum Beispiel ein Thema für ein nächstes Video. Nicht unerwähnt möchte ich auch lassen, dass Batocera im Retro-Gaming ein paar Möglichkeiten eröffnet, die es früher gar nicht so gab. Dass man zum Beispiel jederzeit abspeichern kann, das ist natürlich grandios. Oder auch die Möglichkeit, bei einigen Emulatoren vor- und auch zurückzuspulen. Das macht die ganze Spielerfahrung ein bisschen gegenwartstauglicher, wenn man keine Lust hat, sich irgendwo durchzubeißen und den ganzen Spielfrust zu erleben, den es in früheren Spieldesigns ja eben doch auch oft gab, weil der deutlich skillbasierter war als zum Beispiel die jetzigen Spiele, die es so gibt. Ich hoffe, diese Anleitung war hilfreich für euch, um es nachzumachen. Wenn ihr auf irgendwelche Probleme gestoßen seid, schreibt doch einfach in den Kommentaren, sodass ihr einander helfen könnt und auch ich manchmal vielleicht etwas dazu beitragen kann. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video.